Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ihr seht es hier, meine ganzen Desktop-Verknüpfungen sind weg. Ja, manchmal passiert das, dass Windows die nicht mehr findet, die Zuordnung dazu verloren geht und ich zeige euch, wie ihr das einmal wieder herstellen könnt. Zum ersten Schritt drückt ihr die Windows-Start- und die R-Taste, dass ihr hier das Ausführenfeld auf habt. Dann müsst ihr diesen Befehl hier Local App Data eingeben. Ich habe euch den auch nochmal unten im Beschreibungskasten reingeschrieben. Da könnt ihr den rauskopieren. Ihr müsst ja noch Prozentzeichen vor und dahinter setzen. So, ihr öffnet das. Dann öffnet sich entsprechend hier dieses Fenster. Wichtig dabei ist jetzt, dass ihr auf Anzeigen gehen müsst, einblenden und hier den Haken gesetzt haben müsst bei ausgeblendete Elemente. Weil sonst werdet ihr nämlich diese Datei hier, Icon Catch, nicht finden. Denn diese Datei müsst ihr jetzt einmal kurz entfernen. Dann könnt ihr das Fenster hier schließen und dann öffnet ihr den Task Manager. Könnt ihr auf die Taskleiste gehen, rechte Maustaste drücken, Task Manager öffnen entsprechend. So, hier müsst ihr jetzt die Explorer-Echse raussuchen. Da geht ihr hier auf die Details und ja, gebt mal E ein. Dann springt ihr nämlich da automatisch hin und hier habt ihr jetzt die Explorer-Echse. Diese Explorer-Echse einmal beenden. Jetzt keine Sorge, ihr kriegt jetzt einen ja, ausgegrauten Bildschirm, das ist völlig normal. So, wenn das jetzt der Fall ist, dass es hier alles ausgegraut ist, bei manchen wird das auch schwarz, eigentlich wird es bei mir auch immer schwarz, aber ich denke, die Farbe spielt hier keine Rolle. Dann müsst ihr auf neuen Task ausführen gehen und hier müsst ihr die Explorer, die ihr eben beendet habt, müsst ihr neu starten. Einmal auf OK gehen. Und jetzt könnt ihr hier sehen, wenn ich jetzt den Explorer schließe, sind meine Symbole wieder entsprechend da. Ja, so funktioniert das. Ich hoffe, es hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Paverick.